Snacks, Molkereiprodukte, Pizza, Chips. Warum der Gewürzhersteller beim Geschmack fast aller Produkte im Supermarkt mitmischt. Warum man Paprika erst schütteln muss, bevor sie zu Pulver weiterverarbeitet wird. Wie dieser Betonklotz für die Dominanz auf dem Gewürzmarkt sorgt. Welche Menschen hinter den Ideen stecken. Und wie es überhaupt sein kann, dass ein Unternehmen so viel Einfluss im Geschmacksmarkt hat. Das alles finden wir heute beim Europamarktführer für Gewürze heraus. Dissen in Niedersachsen. Hier ist der Firmenhauptsitz. 690 Mitarbeiter verarbeiten hier täglich Gewürze in die handelsübliche Pulverform. Unsere Reporterin Wing trifft Produktionsexperte Christian. Er arbeitet seit 20 Jahren hier und ist für die Standardgewürze des Unternehmens zuständig. Aber wo kommen die Gewürze eigentlich her? Dafür erkunden wir das sogenannte Blocklager. Dort kommen uns sofort verschiedene Gerüche entgegen. Okay. Also man riecht's, aber rein vom Sehen würde ich jetzt nicht checken, dass hier alles nur Gewürze sind. Genau. Wir haben uns ein Gewürzlager bunter vorgestellt. Stattdessen lagern die Gewürze in unauffälligen Plastiksäcken. Der Grund? Sie sind getrocknet und dürfen nicht nass werden. Sie haben eine lange Reise von bis zu 5 Wochen mit dem Schiff hinter sich. Das Lager hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. Heißt, auf der Größe von 2 Fußballfeldern lagern knapp 5.000 Tonnen an Gewürzen aus aller Welt. Zum Beispiel Kardamom, weißer Pfeffer oder Oregano und 627 weitere Arten. Hier haben wir die schönen Bird's Eye Chilischoten. Ah, und du darfst es einfach so aufschneiden? Das darf man aufschneiden, weil wir natürlich auch hier bei der Warenannahme immer eine Qualitätskontrolle machen. Bei Gewürzen denkt man direkt an ihren Geruch. Aber wie ist es, wenn so viele nebeneinander lagern? Okay. Also ich finde dadurch, dass, also ich dachte mir, dass das jetzt ein bisschen stärker riecht, aber dadurch, dass hier überall Gewürze sind, übertönt es total den Geruch von so einer Bird's Eye Chili. Einfach dieser intensive Geruch. Manchmal macht man sich selber natürlich dann auch so, was ist es jetzt genau, und geht man zu dem Material auch genau hin und guckt, habe ich es richtig erkannt? Und dann ist man schon froh, dass es passt. Ah, also ihr macht auch so Schnüffelspiele. Ihr guckt dann selber, ob ihr so die Sachen erriechen könnt. Die eigene Nase immer trainieren. Im Lager gibt es alle Arten von Gewürzen. Von Pfeffer aus Brasilien bis Kurkuma aus Indien. Besonders 2 Sorten haben es den Deutschen angetan. Wie ich das weiß, ist Pfeffer natürlich das beliebteste Gewürz. Aber danach an zweiter Stelle kommt der Paprika. Gefolgt von, Achtung, skurril, Zimt. Dann Vanille und Röstzwiebeln. Die Gewürze sind getrocknet und daher nicht temperaturempfindlich. Sie lagern in der Halle bis zu ihrer Weiterverarbeitung. Heute ist Paprika dran. Von der gibt es kaum Lagerbestand, denn Paprika verarbeitet man kurz nach der Ernte. Deswegen kommt auch gleich eine ganze LKW-Ladung. Erster Schritt nach der Ankunft: prüfen, ob alles mit der Ware stimmt. Das übernimmt Lisa. Sie arbeitet seit 7 Jahren im Unternehmen. Wir machen jetzt schon mal vorab eine kleine Qualitätskontrolle. Und die sieht ganz anders aus, als wir erwartet hätten. Kein Geschmacks- oder Optiktest, sondern Lisas Ohren sind hier das wichtigste Werkzeug. Ja, die rasseln. Der Rasseltest ist dazu da, um zu kontrollieren, dass die Samen und die ganze Frucht super trocken ist, dass da halt nichts feucht ist und die auch schön sauber sind. Das ist ja eine witzige Testart. Luft hören dann quasi. Genau, einfach rasseln hören. Hörst du was rasseln? Ja, die rasseln. Nur bei komplett trockenen Paprika können sie das Fruchtfleisch von den Samen trennen und in einem bestimmten Mischverhältnis zu Pulver weiterverarbeiten. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass bei Gewürzen Stängel und Samen mit reinkommen. Also das liegt halt auch daran, weil das ein Naturprodukt ist und auch wegen den Aromastoffen wird halt alles mitvermahlen. Die Paprika kommt übrigens aus Brasilien, da ist gerade Erntezeit. Jetzt startet die Paprika ihre Verarbeitungsreise zum Pulver, wie wir es kennen. Dafür gibt Christian die Schoten in die Maschine. In 10 Produktionsschritten entsteht das Pulver. Schritt 1, die Trennung von Fruchtfleisch und Samen. Denn jede Sorte unterscheidet sich später in der Zusammensetzung.
Dieses Rohr pustet die Paprika dann nach oben in die Mühle, in den obersten Stock. In der Mühle werden die Gewürze vollautomatisch zerkleinert, gereinigt, getrocknet und gemahlen. Apropos Mühle, wir sehen sie gar nicht. Wo ist die denn? Also die Mühle, da befinden wir uns gerade mittendrin. Der gesamte Turm, das ist der Mühlenturm. Zum Verständnis, das ist der Mühlenturm. Mit 8 Etagen und 34 Metern ist er der größte Europas. Auf jeder Etage findet ein anderer Produktionsschritt statt. Vereinfacht gesagt, oben kommt die Paprika rein und unten kommt das fertige Pulver raus. Eine Idee vom Firmengründer. Er hat mich auch tatsächlich persönlich gekannt, hat auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass er die Mitarbeiter beim Namen kennt und auch wirklich genau weiß, wer in welcher Abteilung arbeitet oder für was zuständig ist. Er ist der Erfinder von allen, ja. Der Mühlenturm ist mitverantwortlich dafür, dass sie so große Mengen produzieren können. Und dann hat Herr Fuchs halt immer gesagt, das, was wir brauchen, das müssen wir bauen. Und das haben wir gemacht. Er war da auch immer knallhart hinterher, dass das in absoluter Richtigkeit und schnellstmöglich fertig wird. Bei einer Produktion in dieser Größenordnung ist es heute kaum vorstellbar, dass alles als Ein-Mann-Unternehmen beginnt. Vor 65 Jahren gründet Dieter Fuchs die Firma. 1952 startet das Unternehmen in einem kleinen, angemieteten Raum mit nur 3 Mitarbeitern. Zunächst bietet es Pfeffer und Knoblauch an. Fuchs erweitert sein Sortiment schnell mit Gewürzen wie Paprika, Safran oder Rosmarin. Dann die Innovation. Das Unternehmen verkauft als erstes Gewürzdosen mit unterschiedlich großen Öffnungen als Dosierhilfe. Es folgt das erste Gewürzregal in den Supermärkten. Der Vorreiter zu den Regalen, wie wir sie heute kennen. Nachdem das pure Paprikapulver hergestellt wurde, kommt jetzt Paprika edelsüß dran. Christian vermischt auf Etage 7 alle Einzelzutaten nach Firmenrezept. Hier werden wir jetzt unsere erste Mischung zusammenstellen, den Paprika-Eimer zusammen vermengen, vermischen und dann geht's direkt auf die Mühle. Jedes Produkt hat seine eigene Rezeptur. Bei Paprika edelsüß kommt es auf das richtige Mischverhältnis aus Fruchtfleisch und Samen an. Jetzt müssen wir den unten aufziehen. Dann muss er einmal in den Hocker am besten. Was meinst du mit aufziehen? Ach hier. So. Okay. Die Paprikasorten unterscheiden sich in den Zutaten. Edelsüß besteht nur aus Paprika. In Rosenscharf steckt neben Paprika noch etwas Chili. Dieses Rohr bringt unsere Paprikamischung von Etage 7 zu 3. Hier wird sie zu Pulver gemahlen. Das ist jetzt unsere Paprikamühle. Das ist das Herzstück unseres gesamten Mühlenturms. 3 Mahlvorgänge laufen jeweils parallel rund um die Uhr. Wenn ein Gewürz durchgelaufen ist, wird die Mühle gereinigt. Dann folgt das nächste Gewürz. Im Erdgeschoss des Mühlenturms kommt dann das fertig gemahlene Pulver an. So lecker das auch ist, aber es ist ein krass intensiver Geruch. Beißt so richtig stark. Christian verpackt das Pulver in große Säcke, dann ab auf die Kontrollwaage und Etikett drauf. Das ist jetzt unser Galileo-Paprikapulver, was wir heute produziert haben. Unser Paprikapulver fährt weiter ins Lager und dann an einen anderen Standort. Erst dort erfolgt die Abfüllung in die Gewürzdöschen. Denn so kennen wir das Paprikapulver aus dem Supermarkt. Moment, warum steht da Ostmann drauf? Was viele nicht wissen, fast alle Gewürz- und Feinkostmarken, die wir aus dem Supermarkt kennen, gehören der Fuchs-Gruppe. Der Gründer kaufte damals konsequent alle Konkurrenten auf, angefangen mit Ostmann. Seine Strategie, so viel Expansion wie möglich, ist gleich keine Konkurrenz. Es gibt nur einen Gewürzhersteller in den USA, der noch größer ist. Heute gehören zum Konzern all diese Marken. Und was sagt das Kartellamt dazu? Die beobachten den Konzern jahrelang. Doch der Gewürzriese bleibt immer knapp unter der vorgeschriebenen Obergrenze für Unternehmenszusammenschlüsse. Strafen musste er trotzdem schon zahlen. Zuletzt 2006 wegen der Behinderung von Wettbewerbern. Da wurden Verträge mit Supermärkten gemacht, die eine Einmalzahlung erhielten, wenn sie vermehrt Fuchsprodukte anbieten. Der Unterschied zwischen den teureren und den günstigeren Marken ist übrigens der Fruchtfleischanteil. Der ist bei den teureren höher. Geschmacklich hat das keine Auswirkungen. Wie in fast jeder Fabrik gibt es auch hier ein Labor.
Hier entstehen die Gewürze, die in unserem Essen stecken. Und zwar nicht nur die Gewürzdöschen für daheim. Egal ob Frischkäse, Popcorn oder Fleischmarinade. Peter macht Gewürzmischungen für die Industrie. Heute eine Chipsmischung. Also Chips machen ist so dein Daily Business? Das ist mein Daily Business. Einer meiner Daily Businesses, genau. Was machst du noch so? Wir kümmern uns auch um andere Bereiche. Also das heißt, wir bedienen eigentlich letztendlich die gesamte Lebensmittelindustrie. Peter hat einen Auftrag von einer bekannten Chipsmarke bekommen. Seine Aufgabe bei einer bestehenden Paprikamischung, das zugegebene Aroma durch natürliches Paprikapulver ersetzen. Wenn du die Chipstüte aufmachst und sofort hier diese ganzen Gewürze riechst, es danach riecht es. Der verrückteste Chipsgeschmack, den Peter jemals entwickelt hat, ist übrigens Spicy Cola. Meist kommen die Geschmackswünsche von den Lebensmittelkonzernen. Heute bleiben wir aber bei normalen Paprika-Chips. Was genau da drinnen ist, verrät uns Peter nicht. Dafür aber, dass Chips-Würzungen aus 15 bis 40 Zutaten bestehen. Da die neuen Chips der breiten Masse schmecken sollen, geht es für sie weiter zum Verkostungstest. Dieser findet im sogenannten Sensorik-Labor statt. Katinka leitet das Labor und sämtliche Tests aller Produkte. Ja, wenn du möchtest, kannst du auch heute an einem Test teilnehmen. Katinka ist Ernährungswissenschaftlerin und zuständig für die Planung, Durchführung und Auswertung der Verkostungen. Zweimal die Woche, das ganze Jahr über, führt sie hier Tests durch. Okay. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich frage mich so, was das rote Licht ausmacht. Farben verändern unsere Geschmackswahrnehmung. Rotlicht hält alle Eindrücke einheitlich. Daher ist der Raum rot, damit die Verkoster sich nicht beeinflussen lassen. Heute wird getestet, ob es einen Unterschied zwischen Peters Paprika-Chips und der bestehenden Sorte mit Aroma gibt. Dafür bekommt jeder drei Chipsproben. Die Verkoster sind Mitarbeiter, die durchwechseln. Sie sollen tippen, welcher Chip der mit dem Aroma ist. Die riechen viel intensiver als der hier. Und das hier auch. Aber geschmacklich merkt man es, glaube ich, hoffe ich auch, weil der in der Mitte nicht so intensiv schmeckt. Hoffe ich mal oder glaube ich mal, dass die mittlere die Abweichung ist. Und damit hat unsere Redakteurin recht. Und du warst richtig heute. Sehr gut. Ja. Okay, hätte ich gar nicht damit gerechnet. Ja, ich gucke gerade auch bei den anderen. Also 26% haben es bisher erst richtig und 74% falsch. Also es war sehr schwer auf jeden Fall heute. Zum Verständnis, es ist gut, dass viele beim Test falsch lagen. Denn das bedeutet, dass es keine geschmacklichen Einbußen bei den Chips gibt. Und Peter bei der Würzung das Aroma durch natürliches Paprikapulver ersetzen kann. Und so kann es sein, dass wir schon bald die neue Chipsorte im Supermarkt finden.